Ja, danke schön. Ich würde gerne wie immer zu Beginn ein paar Bemerkungen machen zu zwei Themen heute. Zunächst zum Thema Landesverrat bzw. Netzpolitik.org. Es ist ja schon sehr verwunderlich, mit welchen Dingen sich offensichtlich die Bundesregierung und die bundesdeutsche Justiz im Moment zu beschäftigen haben. Wenn man rausschaut mit einem offenen Auge, kann man eigentlich feststellen, wir haben gerade andere Probleme, um die sich die Justiz und die Bundesregierung kümmern könnten. Dazu sage ich nachher noch was. Offensichtlich hat sie eine andere Prioritätensetzung. Wir haben schon am Freitag letzter Woche festgestellt, dass wir davon ausgehen, dass ein solcher Vorgang mit Sicherheit auch eine politische Abstimmung gefunden hat. Mittlerweile wissen wir aus den Veröffentlichungen aus den Medien, dass diese Vermutung richtig war und dass nicht nur ein, sondern mehrere Ministerien schon frühzeitig über die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes und die Anzeige durch den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz informiert waren. Was wir bisher erleben, vor allen Dingen vom Justizminister Maas, ist ein sehr wachsweiches Distanzieren und Herumlavieren. Was ich erwarte vom Justizminister und von der Bundesregierung, sind klare Aussagen zu diesem Vorgang. Wir erleben auch im Moment ein Schwarze-Peter-Spiel zwischen dem Generalbundesanwalt und dem Verfassungsschutzpräsidenten. All das hilft nicht weiter. Der Vorgang ist und bleibt skandalös, beschädigt die Pressefreiheit in der Bundesrepublik und ist politisch höchst bedenklich. Ich will auch darauf hinweisen, dass die Aufsicht über die Geheimdienste und damit auch über den Verfassungsschutz beim Kanzleramt liegen und die Bundeskanzlerin gefragt ist, an dieser Stelle auch zu einer klaren Aussage zu kommen. Ich habe jetzt gehört heute, sie hätte sich hinter den Justizminister gestellt. Aus der Erfahrung früherer Vorgänge muss man ja Sorge haben um den Justizminister bei einem solchen Vorgang. In der Sache reicht mir das aber nicht. Das ist ein politischer und juristischer Skandal. Und die Bundeskanzlerin muss klare Worte finden, dass dieser Vorgang unverzüglich beendet werden muss. Alles andere würde erheblichen Schaden nach sich ziehen. Wir haben letzte Woche auch an dieser Stelle und in anderen Zusammenhängen darüber gesprochen, dass wir in den letzten, Wochen mit rechtem Terror in Deutschland konfrontiert sind. Jede Woche gibt es Anschläge, fast täglich gibt es Anschläge auf Flüchtlingsheime, auf Menschen, auch auf Menschen, die sich um Flüchtlinge kümmern in Deutschland. Eigentlich müsste man erwarten, dass Behörden und Justiz alle Hände voll damit zu tun hätten, Flüchtlinge, Menschen in diesem Land zu schützen, was sie offensichtlich nicht hinreichend tun. Stattdessen werden Journalisten verfolgt. Das bringt mich zu meinem zweiten Thema, dem Thema Flüchtlingspolitik. Das Sommerinterview des CSU-Vorsitzenden gestern war sicherlich kein Höhepunkt der Fernsehunterhaltung. Was wir erlebt haben, ist das Übliche, was aus Bayern zu diesem Thema vorgetragen wird. Hauptsächlich hat er darüber gesprochen, dass der sogenannte Asylmissbrauch eingeschränkt oder zurückgedrängt werden müsste. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass ich es für politisch hochgefährlich halte, in einer so zugespitzten Situation, in der wir im Moment sind, wo wir mit tagtäglichen Übergriffen auf Flüchtlinge konfrontiert sind, dass es parallel dazu eine Zuspitzung der politischen Debatte gibt und dass das Thema Flüchtlinge, das Thema Asyl ausschließlich oder fast ausschließlich als Bedrohung oder Belastung für die Bundesrepublik diskutiert wird. Das ist die ideologische oder politische Unterfütterung für das, was wir auf den Straßen und auch im weltweiten Netz an fremdenfeindlichen und rassistischen Kommentaren und Handlungen in diesen Tagen und Wochen erleben. Was richtig ist, ist die Forderung, den Flüchtlingsgipfel vorzuziehen.
Allerdings hätte man schon auf dem letzten Flüchtlingsgipfel vor einigen Wochen sehr viel weitreichendere Vereinbarungen treffen können. Schon vor einigen Wochen war absehbar für alle Beteiligten, in welcher Situation wir im Moment sind. Ich will drei Punkte noch einmal kurz benennen, die für uns wichtig sind. Das erste ist, wir brauchen mehr Personal, damit die Anträge zügig bearbeitet werden können, damit Flüchtlinge ausreichend und gut betreut werden können ab dem ersten Tag, wo sie hier in der Bundesrepublik sind. Das zweite ist die Forderung auch an den Bund, seine Bundesimmobilien, die er zur Verfügung hat, nutzbar zu machen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen. Und drittens bleibt die Forderung, dass der Bund die Kosten, die den Ländern und Kommunen, vor allen Dingen den Kommunen entstehen, vollständig zu übernehmen hat. Dankeschön.